SE30, SE40 nach Dreisa-Dillenburg. Montag, 20.08.2012, 8.27. Guten Morgen, du stehst zurzeit im Frankfurter Hauptbahnhof auf Gleis 14 und fährst heute den SE30 nach Dreisa, SE40 nach Dillenburg auf dem Abschnitt bis Friedberg. Dabei wirst du in Frankfurt Main-West und Bad Vilbel halten. Mache dein Fahrzeug in den verschiedenen Minuten, in den verbleibenden Minuten bis zur Abfahrt. Abfahrt bereit und öffne die Türen für die Fahrgäste. Abfahrt ist um 8.31 Uhr. Informationen: Triebfahrzeug 425 plus 425, Fahrmax 140 km/h, Zugart O, Zuglänge etwa 140 Meter Vollzug. Tipp: Zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel hast du größere Fahrzeitreserven, da eine 6 bis Großkarben vor dir fährt. Wenn du dort eine Stop-and-Go-Fahrweise vermeiden willst, dann fahre am besten auf dem Abschnitt langsamer als die Streckenhöchstgeschwindigkeit. 90 km/h sollten sogar reichen. Auch sonst ist der Fahrplan recht locker, sodass du für jeden Halt großzügige Fahrzeitreserven hast. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Ja, und damit servus und grüß euch zu einer weiteren Fahrt im Train-Simulator. Klassik auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn wir die Anzeige dazu mal zumachen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was war denn die Steuerung Shift. Und die müsste jetzt die Türsteuerung manuell sein, hoffentlich. So, Fahrtrichtungswender da umschalten. Oder auch nicht. Machen wir uns mal die SIFA und die PZB an. PZB können wir auch mal einschalten. Zugspitzenlicht anmachen. Fahrtrichtungswender nach vorne. Bremsen wir mal ein bisschen an und dann haben wir da auch schon fertig. Mit dem Abfahren. Jetzt war das noch klar. Fällen uns noch ein paar Stückerl Gleis oder sowas da. He? Da rechts auch noch. Ja, jetzt baut das gerade noch. Was ist denn das wieder? Schnuffelt denn da einer? Blatt, da geht es auch ganz schön zu. Lecke, die Verkehrsrouteüberflutung. Verkehrsrot at its best, ha? Huh? ÖBB. Hängt natürlich auch schon wieder Taurus von raus. Kommt denn da einer? Da 425 einer. Die HLB, oder? Ist das die HLB? 14er noch nicht einsteigen. Aber ist toll. Diesel Schnucki. Und was zum Trinken mitnehmen? Flasche Wassi. Flasche Wassi mitnehmen. So, da ist unser Schmuckstück. ZZA am Bahnsteig haben wir auch hier, hervorragend. Hervorragend! Also der vordere Zugteil fährt nach Dreisa weiter und der hintere Zugteil nach Dillenburg dann. Machen wir also kombinierten Verkehr, kombinierten Ladungsverkehr. Eine KLV-S-Bahn. Also unterwegs sind wir in einer Aufgabe vom Sprinter 403 aus dem Railsim Forum in der TSG Baureihe 425 auf der Strecke S-Bahn Rhein-Main. Die haben uns jetzt dann in einer Minute gleich auf die Strecke begeben. Zum Westbahnhof nach Bad Vilbel und nach Friedberg fahren wir.
Türen zu. Jetzt mal los. So muss das sein. So ein Schnuckerlärm und anstechen, ja. Aber das ist wirklich nur rot. Ich sehe rot. Ich sehe verkehrsrot. Gut, wenn ich halb jetzt in einer gefunden war, dann war es wirklich so. Genau, gut, und die ÖBB-Waggon mit ein wenig einem anderen Farbkleid, gell? Heiligsblechle. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Steht zumindest ein bisschen was in IC-Lackierung da unten, ne? Uff, da scheint es auch nicht gespielt für Uff. Uff. Schreiben Sie ja von Fahrzeitreserven, was ist ja, gibt schon wieder Gas, gell? Das ist ja Wahnsinn. Du brauchst mir nicht bremsen, das mache ich mir dann schon aus, dann haben wir jetzt mit 80 ganz gut dran. Ewig nicht mehr gefahren auf der Strecke. So wie das jetzt, glaube ich, immer fast alles dann mit 90 gefahren haben. Nächster Halt, Frankfurt West. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oder Harthäfelchen. Oh ja, sauber zu bald bremsen. Da waren wieder Künstler am Werk, hä? Oder zumindest solche, die sich für sowas halten. Was sind du da vorne, Schnucki? Wir transporten.
Oder fährt denn der lang? Ein Schienen-LKW. Wenn Ausgang auf den Gleisen stehen da, gell? Na ja, gut, Container. So, warum? Oder 50er, wenn ich mich hier irre. Dürfen wir nicht doch 130 gefahren, ja, okay. Und wir brauchen uns eh nicht ausfahren, also können wir 127 anfahren oder 126. Zumindest ein bisschen langsamer. Und in Frankfurt, also auf der Strecke da 430 unterwegs. Leider auch so ein Fahrzeug, für das viel zu wenig Aufgaben gibt für den UTS. Geht schon so, wie man sagt. Man kann so viel tief für schöne Sachen abbauen. Ne? 430 auf dem Köpnitzer Bergland, 430 am Gruppen Knopf, S-Bahn Bad Altburg. Wir werden einen Szenariobau machen. Schonend, weil wir jetzt kosten, wir haben ja genug Fahrzeugreserven. Dann machen wir sportlich mit 120 km Bahnhof durch. Das macht Spaß, wir geben Gas. Nächste Ohrwurm, vielen Dank. Machen wir der Ohrwurm-Folge. Kein Mittel dagegen, gell? Gegen Ohrwürmer. Wenn das Blitzdings da aus Man in Black oder so, das kann glaube ich auch Ohrwürmer beseitigen. Wird schon beim Thema Stop and Go, oder? Wie haben wir noch nicht einmal ein Bad Füllbälle, was ist denn das schon wieder?
Ja, wir machen jetzt einen S6-Verstärker, wir machen gleich mal einen S6-Überholer. Da ist ein Schleier von unserem. Ich bin Regionalexpress, genau. Das ist ja die verkehrte Ding drin, gell? Ja, ich installiere nicht immer alle. So eine DB Regio, jetzt muss ich mal schauen, weil sonst. Jetzt glaube ich, zwölf sonst beim nächsten Signal, oder nicht? Oder hat schön Bad Vilbel überhin, gell? Rechts vorbei am Bahnsteig. Bügelt es auch noch ganz schön auf der Strecke, hä? Also Fahrzeugreserven hast du wirklich nur. Nächster Halt. Bad Vilbel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Mit einem Schleicher vor uns. Da müssen wir ja langsamer fahren, sonst haben wir. Direkt noch zu bald am Bahnhof, das geht mir überhaupt nicht. Also, DB und zu früh. Boah, nein. Ich glaube, das ist Kündigung.
Eine S-Bahn ist weniger, gell? Ja, die Leute haben die Berigage genauso. .423 Frontansicht gegen .425 Heckansicht. Ja, dann. Schleichen wir mal mit 90 hinterher. Genügend Reserven übrig haben. Was die Fahrzeit angeht, fahren wir jetzt mal 17 Kilometer Mittel mit 90 hinterher. Sowas nennen sie dann Mittelhessen Express. Schnucki mit Steuerung. Ah, jetzt soll ich nicht aufpassen. War das ein guter Fernverkehrszug oder nicht? Jetzt habe ich nachgeschaut, ob der gut oder schlecht war. Nein, ich mag jetzt auch nicht nachschauen. Ein aufmerksamer Zuschauer kann sich ja in die Kommentare einschreiben. Der wird manchmal wieder ein bisschen Grünpflege betreiben, ne? Und wieder zuschneiden. Ein bisschen zuschneiden das Ganze. Ja.
Jetzt müssen 6 Minuten dort sein, haben wir noch 12 Kilometer. Nach der errechneten Fahrzeit haben wir gut dran, ne? Haben wir direkt pünktlich. Und mal vorsichtig mit die 8% Leistung einfach weiterfahren und schauen wir mal. Das ist jetzt also auch schon, wenn da früher mal ein Bahngleis umgekommen waren, wäre da reingeweicht, gell? Da war das eine Straße. Ich weiß nicht, was man da drin hat. Strohballen bis unter das Dach. Respekt, fleißig gewinnen. Mal wissen, dass auf der Dofi auf der anderen Seite schon wieder irgendjemand was hingesprüht hat. Ach, die Schweiz. So, jetzt glaube ich, werden wir mal ein bisschen am Hebelchen drehen. Zone nochmal durch und dann werden wir mal wirklich auf Streckengeschwindigkeit beschleunigen. Ziemlich knapp dran. So viele Fahrzeitreserven haben wir jetzt auch zum Schluss aus, nicht mehr so wie es ausschaut. Hm? So ein Schaltschutz für die Leute, die dahinter wohnen. Brav.
blinke blinke wegen die 100 oder ist das blinke blinke, weil wir noch langsamer fahren müssen? Steht irgendwas an, aber ich glaube, da darf ich nichts fahren. Ja. Nächster Halt, Friedberg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oder jetzt denkt man ein bisschen bremsen, weil ich glaube, dass da nicht wieder so drei kleine Schweinchen im Gleis liegen und uns dann die Weiterforderungen vermiesen. Weil dann ist der Fahrplan nämlich wirklich im Eimer. Und da wieder meine drei kleinen Freunde klingen waren. Mit den 1 gibt es fast wie ein Spektrum. Es gibt jetzt XL. Dreißig Sekunden Verspätung, das soll die Bahn einmal machen. Wegen dem Bremser da auf der anderen Seite neben uns, das ist ja furchtbar. Abfahrt haben wir keine mehr. Damit haben wir diese Aufgabe auch abgeschlossen, zwar nicht erfolgreich wahrscheinlich. Du bist nun in Friedberg angenommen, ich hoffe, dir hat das Szenario gefallen. Gruß Sprinter 403, Gruß zurück. Und damit verabschiede ich mich von euch, sage danke fürs Zugucken, wünsche euch alles Liebe und Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Alles Liebe und Gute vom Maverick.